Protestierende hätten in entscheidenden Momenten maßgeblich dazu beigetragen, Regierungen und Wirtschaftsführer dazu zu bewegen, viel mehr zu tun, so der Guterres-Sprecher. Ohne sie wären die weltweiten Klimaziele bereits außer Reichweite. Der Sprecher gibt aber auch zu bedenken, dass Regierungen trotz des Grundrechts auf friedliche Demonstrationen natürlich die Verantwortung hätten, Gesetze durchzusetzen und die Sicherheit zu gewährleisten. Deutsche Polizei und Staatsanwaltschaft sind vor kurzem mit einer Razzia gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation vorgegangen. Rund 170 Beamte haben 15 Wohnungen und Geschäftsräume in 7 deutschen Bundesländern durchsucht, teilt die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mit. Der Tatvorwurf in juristischer Hinsicht lautet hier auf Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, und zwar der kriminellen Vereinigung der letzten Generation. Ausgangspunkt dieses Ermittlungsverfahrens ist im Wesentlichen eine Spendenaktion, die die Beschuldigten organisiert, beworben und auch letztlich umgesetzt haben, mit dem zu ca. 1,4 Millionen an Geld eingeworben wurde. Dieses Geld ist nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen in die weitere Finanzierung von Straftaten geflossen. Die Aktivisten bestreiten vehement, kriminell zu sein. Ja, ich stelle erstmal in Frage, ob eben alle, die 5 Euro, 10 Euro oder 15 Euro für das Überleben ihrer Kinder, für das Überleben von uns allen als Bevölkerung gespendet haben, kriminalisiert werden müssen. Wegen diesem Vorwurf. Und ich glaube, was wir auch gerade jetzt erleben, ist, dass ganz, ganz viele Menschen das als eine große Ungerechtigkeit wahrnehmen und jetzt noch einmal verstärkt und extra deswegen spenden. Die Mitglieder der letzten Generation in Österreich haben sich solidarisch mit ihrer Schwesterorganisation erklärt. Die Gruppe macht regelmäßig mit Sitzblockaden und Aktionen in Museen auf die Folgen der Erderhitzung aufmerksam. Ihre Mitglieder kleben sich dabei häufig an Straßen oder Kunstwerken fest. Auch Attacken auf Einrichtungen der Ölindustrie werden ihnen vorgeworfen.